Ich bin Marc und ich stelle euch heute die Filmstarts der Woche vor. Der mutige Film aus Pakistan, Joyland, begleitet die junge, tagträumerische Figur Haider und dessen Erfahrungen in der Trans-Community dort. Durch die Queer-Thematik, die auch in dem Film einen wesentlichen Teil einnimmt, ging leider sehr viel Diskriminierung mit ein, was zur Folge hatte, dass der Film sogar in Pakistan verboten war. Dennoch stellt der Film jetzt schon international einen Publikumserfolg dar und ist jetzt schon einer der Favoriten bei den Oscars als bester fremdsprachiger Film. Arthouse-Produktionen wie Sie küssten und sie schlugen ihn bis Aftersun haben fest etabliert, wie wichtig und geistreich Filme mit Kindern als Protagonisten sein können. Vielen Kritikern zufolge könnte Totem ein weiterer Film dieser Sparte werden. In dem Familiendrama geht es um ein 7-jähriges Mädchen und den Geburtstag des todkranken Vaters. Die Regisseurin Lila Aviles gewährt uns einen Blick in die Ernsthaftigkeit des Lebens durch die Augen eines Kindes. Sie küssten und sie schlugen ist der schönste Film ever. Es bleibt rührend und ernst mit Fremont. Der Film schildert das Leben einer jungen Geflüchteten aus Afghanistan und wie diese in einer Glückskeksfabrik in Fremont in Kalifornien arbeitet. Dort beginnt sie in den Glückskekszetteln Nachrichten zu verstecken, um so einen alten Freund aufzuspüren. Weisheiten, Witz und Melancholie, eingefangen in einem wirklich wunderschönen Schwarz-Weiß-Look, vereint das einfach zu einem sehr sehenswerten Film. Weiter geht's mit den Serien, und zwar haben wir da Waco the Aftermath, was das Sequel ist zur ersten Serie Waco. Die Nachfolgerserie klärt das Geschehen vom Ende des ersten Teils auf und wir haben diesmal Michael Shannon in der Hauptrolle, was schon mal ein Highlight sein könnte. Ein Comedian, die Safdie-Brüder und Emma Stone treffen in dieser Serie aufeinander. The Curse stellt dabei keine 0815-Comedy-Serie dar, sondern könnte uns wirklich mit dieser Konstellation aus kreativen Leuten ein einzigartiges Erlebnis bieten. Ich habe keinen Kaffee mehr.